Hallo, ich begrüße dich zum Wochenvideo am 17.06.2017. Die Woche ging wieder schnell vorüber und ja, es war eine Nullwoche, also plus minus null, kleines Minus. Aber der letzte Tag, der ist noch nicht aktualisiert worden, der gestrige Tag, da waren ein paar Dollars noch Verlust. Bis Ende Donnerstag waren es wirklich plus minus null, kann man sagen, wie man hier sieht. Ja, und da bin ich nicht unzufrieden. Da waren ja wie immer einige Rollverluste dabei, Adjustierungen und so weiter. Beginnen wir mit dem letzten, mit dem nicht letzten, mit dem ersten Trade hier, der Crude Oil Trade, der war ein schöner Gewinner mit 341 Dollar. Und zwar war das ja dieser Trade, den ich hier in diesem Bereich nochmal nach unten gerollt habe. Und der war jetzt, der hatte noch ordentlich Laufzeit, über 90 Tage. Und jetzt muss ich aufpassen, dass er jetzt vertauscht mit dem September. So, ich bringe mal den richtigen Chart rein. So, ich habe es jetzt nochmal zusammengefasst. Das war der Trade hier, der Einstieg von diesem länger laufenden Call, diesem 62er, der hat die Aufwärtsbewegung gut überstanden. Und dann ging es ja nach unten und hier habe ich mich dann entschieden, das war ihm in der letzten oder vorletzten Woche, habe ich es gezeigt, runterzurollen auf diesen 58er Strike. Und der Trend hat sich dann eben weiter nach unten fortgesetzt. Und hier gestern war dann auch dieser Call fast durch. Der hatte nur mal ein so kleines Delta, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in dem Markt bleiben, in diesem Trend. Und hier jetzt noch wegen 40, 50 Dollar den drin zu lassen, das war mir dann zu wenig. Deswegen habe ich gesagt, ich mache diesen Trade jetzt eben zu mit 340 Gewinn und setze einen neuen auf. Und zuerst habe ich mich selber nicht ausgekannt, denn das ist dann schon der November-Kontrakt. Dieser Kontrakt ist es dann. Hier habe ich gesagt, an diesem Aufwärtstag gestern noch schreibst du den 56er Call, auch mit einem 10er Delta, etwas über 120 Tage Restlaufzeit, und der hat immerhin noch 290 Dollar Prämie gebracht. Und interessant dabei ist auch, dass die Vola an diesem Tag gestern ganz schön in die Knie ging, die implizite Vola. Das habe ich im Tagesverlauf schon gesehen. Und da bringe ich mal den Chart rein. Es war aber noch nicht ganz so dramatisch, wie dann auf Schlusskursbasis. Man sieht es hier. Ein Vola-Kollaps von 12%. Ich bin hier noch rein bei 4-5% waren es ungefähr. Also es ging dann wohl noch einmal deutlich zurück. Nichtsdestotrotz, dieser neue Call, der ist jetzt plus minus 0. Also hier, da hat sich noch nicht viel getan. Aber das passt mir ganz gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten Trade, der Live Cattle Trade. Der ist jetzt noch im alten Konto. Der einzige Trade, den ich noch drinnen lasse. Ich habe geschrieben abwarten. Also hier ist natürlich auf Tagessicht sieht so, naja, irgendwie ist es diese Zone, wird momentan umkämpft. Im Wochenchart können wir noch schauen. Da sieht es ja auch so lala aus. Und hier im Wochenchart, da sieht das Ganze nicht so schlecht aus. Also es wurde zwar dieses letzte Tief hier schon unterboten, das könnte man jetzt zum Anlass nehmen und rausgehen, und vielleicht ist es auch wirklich eine gute Idee, weil ich habe es im letzten Video gesagt, die Commercials, die sind wirklich ziemlich bärisch positioniert, und der Trade liegt 100 Dollar vorne, 100, 120 Dollar. Gewinnziel wären zwar an die schon an die Richtung 200 Dollar gewesen, aber vielleicht
ist es jetzt eine Überlegung wert, den Gewinn mitzunehmen, weil das Gamma-Risiko steigt an und der Trend will nicht so richtig jetzt nach oben gehen. Wochenchart wäre zwar in Ordnung, aber vielleicht in dem Fall, vielleicht ist es besser mal rauszugehen, was sollte die Ausnahme sein, aber eben wegen der kurzen Restlaufzeit, der bärischen Positionierung der Commercials und nicht zuletzt, weil ich gern den Cash dann in das aktuelle Konto endgültig transferieren möchte, könnte ich immer rausgehen und nehme da mal den Gewinn vorzeitig mit. Ich werde nämlich hier auch nicht bereit, runter zu rollen, aufgrund dieser Positionierung der Commercials und würde mich dann irgendwie in diesem Trade dann noch nur mehr verrennen. Ja, wenn es dann wirklich die Abwärtsrutsche kommt, dann kann man wieder herumadjustieren. Das darf er denn hier eigentlich ja nicht wundern. Aber mal schauen, vielleicht lasse ich es dann wirklich gut sein, dann Anfang nächster Woche, idealerweise an einem Aufwärtstag, der ja zuletzt vorhanden war. Gestern ging es hier wieder leicht nach oben. Dann zum nächsten Trade, der war der EWZ, der Strangle, auch ganz kurz, ich beeile mich. Da habe ich mich entschieden, den Call runter zu rollen. Und zwar ganz einfach, weil die Oberseite, die war im Prinzip fast durch. Und die Unterseite, die war plus minus 0 bei so Delta 17 herum, Delta 18. Und habe hier auch auf ein höheres Delta ausnahmsweise gerollt. Was jetzt nicht so schlecht war, weil die sitzt in der blauen Linie, die Wohlarbeit da kollabiert. Da gab es jetzt schon mal $30 Gewinn und ich habe hier gesagt, die Ursprungsprämie waren $100. Mit etwas über 50% habe ich kein Problem damit, also so 50, $60. Deswegen will ich hier insgesamt mit dem Strangle nochmal roundabout $30 verdienen und bin dann durch mit dem Trade. Der hat es noch 90 Tage jetzt. Hier plus 3, plus 15, also ist gar nicht mehr so weit weg von meinen $30 in Wahrheit. Und in Zusammenschau mit dieser fallenden Vola schaut das ja ganz gut aus. Also wenn ich jetzt rausginge, wären es, ja, sagen wir mal, 40, etwas über $40. Noch nicht ganz mein Gewinnziel bei von einem Strangle, vom Ursprungsstrangle von zumindest 50%. Dann der nächste Trade, der ist der EWY. Da hatte ich zwei Puts drinnen. Der erste, der wurde sogar später verkauft. Das war der 64er, der war früher durch mit, ich habe es geschrieben, $24 Gewinn. Schon vor einigen Tagen. Müsste jetzt schauen, genau wann es war. Spielt jetzt keine Rolle, denn es ging ja nach diesem Abwärtstag hier noch diese Minikerze. Ich hoffe, man kann es erkennen. Machen wir mal größer. Ja, und ein zweiter Put, der läuft jetzt noch. Der vom Timing nicht so gut war. Der ist leicht im Plus. Und hat nur mehr 34 Tage beim 20er Delta. Mal wir sehen, ob der schön durchgeht. Dann der nächste. Ja, es ist Butterfly Time. Farbe beim Trocknen sozusagen. Auf den Russell habe ich zwei Butterflies laufen. Vielleicht zuerst kurz ein Blick auf den Index. Wie hat der sich entwickelt? Hier die Linien, das war der erste Entry und der zweite. Hier, also der zweite liegt sogar etwas besser, aber das ist einfach noch viel zu früh. Ich habe auch kurz, bringe ich mal ein P und L rein von diesem ersten Butterfly. Und hier sieht man, der ist schon hier drüber gelaufen, aber hat noch genug Laufzeit, deswegen bleibt man hier drinnen. Nach oben das Risiko ist recht überschaubar mit $116. Ja, in der Handelsplattform sieht das im Option Trader
so aus. Das ist der erste, ja, der liegt $17 hinten. Also da gibt es nichts zu tun, was ja das Schöne ist an diesen Trades. Und der zweite, der liegt, ja, der wurde eben später eröffnet. Und der Vorteil ist, wenn der Markt jetzt stärker zurückkäme, kann natürlich sein, dass das den späteren Butterfly unter Druck bringt. Da würde aber der Ältere dann wiederum profitieren. Das war so ein bisschen meine Überlegung auch. Dann der Nvidia Trade, der war ziemlich zügig durch. Wo ist der Nvidia? Hier nochmal an diesem ziemlichen hektischen Tag. Und die Wolle ging jetzt dann ordentlich zurück. Der konnte dann nach 5 Tagen mit Gewinn geschlossen werden, was ein bisschen diesen Verlust aus dem Short Puts von Apple eindämmen konnte. Es sind ja beides Tech-Werte, die dann meistens korrelieren. Vielleicht ziehe ich da gleich mal den Trade vor, den auf Alibaba. Den schleppe ich auch noch mit. Wo haben wir ihn? Der musste auch gerollt werden hier. Last but not least kam der dann unter Druck. Ich habe dann in die nächste Laufzeit gerollt, was okay war, da die Wolle jetzt anstieg. Ging noch mal leicht nach oben sogar. Aber so richtig stärkeren Abverkauf sieht es jetzt nicht aus. Trend ist absolut okay. Und wir sind hier bei plus minus 0. Die Laufzeit ist jetzt etwas länger. Die liegt bei ungefähr 60 Tagen, ja, 62 Tagen. Delta 13, 14, das ist okay. Der Short Put, bin mir nicht sicher, ob ich den reingebracht habe, auf Mais. Den schauen wir uns an. Der wurde schon relativ früh von mir mal aufgesetzt. Bei einer ganz guten IVR, die aber dann weiter anzog. Ich mache das Ganze mal größer. Also man erkennt hier so eine Seitwärts-Aufwärts-Tendenz. Und jetzt ein Stück habe ich jetzt ging es nach oben recht volatil. Hier an diesem Tag Intraday ziemlich heftig nach unten, aber insgesamt ist die Tendenz nach oben. Und hier müsste er auch bald durch sein. Es dauert etwas, da eben die Wohler angezogen ist. Und der hat jetzt nur ein 5er Delta. Ein bisschen was gibt es noch zu verdienen. Prämie waren ja so um die 120, $130, $125. Ja, also das Restlaufzeit ist jetzt auch schon verkürzt. Das sieht gut aus. Nächster Trade, der QQQ, also der ETF auf der Nasdaq. Da war auch ein Rollen möglich. Also man sieht schon, warum dann die Woche trotz einiger Gewinner dann plus minus null ist. Bringen wir den Chart mal rein. Das ist jetzt der Butterfly, der QQQ. Da schaue ich schnell nach, wo ich den eröffnet habe. Also der wurde nach diesem Abwärtstag von mir eröffnet. Ich habe mir notiert den 13. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es da manchmal Fehler gibt vom Datum, ob es nicht die zweite grüne Kerze war. Ich habe jedenfalls dann hier an einem dieser Tage, wenn es denn stimmt, also mein Datum stimmt sicher, das war dann der 15., also am Donnerstag, müsste dann auch dieser Tag gewesen sein, hier nach unten gerollt. Die Strikes schauen wir uns vielleicht nur kurz an. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Das war. Ja, kommt auf, ich habe es ja eingezeichnet. Der 132er hier. Und der wurde dann runtergerollt auf diesen 128er hier, die orange Linie. Ja, hier kann man noch nicht allzu viel sagen. Und was war der Rollverlust? Der Rollverlust waren $57, ja. Also
Ist immer gut, wenn man in kleine Stückzahlen handelt. Und dann habe ich mich zeitgleich noch entschieden, einen White Wing oder Butterfly oder Iron Butterfly, wie auch immer, einen asymmetrischen Butterfly hier aufzusetzen. Aufgrund dieser schönen Vola. Und da kann man zwar auch noch nicht viel sagen, aber trotzdem will ich mal kurz das GUV herzeigen. Wenn es denn funktioniert. Schauen wir mal. Ja, das sieht schön aus, weil meine Delta Theta Risk Return Ratio, die ziemlich knapp Richtung 0 geht. Also das ist positiv, ohne da jetzt auszuschweifen, was die Ratio, wie die berechnet wird. Wichtig ist natürlich, dass Theta, 2 Dollar am Tag, ein sehr kleines Delta momentan und Gewinnziel werden hier sein. Die Zeitspitze ist bei etwas über 500 Dollar, ja, so gute 100 Dollar, die ich hier anpeile, beziehungsweise diese Delta-Theta-Ratio, die ist ja super klein. Da bin ich bereit, die bis 10 laufen zu lassen und mich vorrangig natürlich hier zu orientieren. Dann, was haben wir noch für Trades? Denn Sojabohnenöl, der war etwas gemein, wenn man so möchte. Hier, gut, ich gebe zu, der Einstieg war an diesem Abwärtstag, wo bin ich hineingegangen? Relativ weit weg bei guter Vola. Und ich muss schauen, aber mein Eindruck war jetzt, die Vola zog noch einmal an in diese Aufwärtsbewegung. Und gestern war ich gezwungen, hier zwei Puts dagegen zu setzen. Die sind relativ knapp dran, aber Regeln sind Regeln. Und jetzt bleibt zu hoffen, dass Ruhe reinkommt. Ärgerlich ist es immer dann, wenn jetzt der Wochentrend sich durchsetzt wieder mal. Dann könnte er absolut sein, naja, auf Tagessicht sind wir hier drüber. Aber schauen wir uns mal die Wochenkerzen an. Hier sieht es ja ganz interessant aus. Also man könnte sagen, die letzte grüne Kerze, die wurde hier überboten. Aber ich will hier nicht zu viel interpretieren. Diese zwei Calls, die waren 100, gute 120 Dollar im Minus. Und das Delta wird ja dann immer größer. Und jetzt habe ich hier auf beiden Seiten ein 13er, 14er Delta, 17 stimmt meines Erachtens, glaube ich nicht, dass das korrekt ist. Und die Restlaufzeit ist 70 Tage, ungefähr 69 Tage. Ja, also so ein Trade, der musste einfach attestiert werden und ich hoffe natürlich, dass es gut für mich ausgeht und wenn es mal ein Verlust ist, soll es so sein oder so, dann sind mal gute 200 Dollar möglicherweise weg. Und ich stelle mich auch darauf ein, dass der Trend, dass die Idee, wie so oft, sich hier durchsetzt und ich hier vielleicht dann rausgehen muss, weil die Unterseite unter Druck kommt. Aber so ist es mal im Trading. Alternativ hätten wir hier nach oben und hinten rollen können. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, sondern ich bin dann eigentlich ein Freund davon, gerade in hoher Vola dann auch einen Strangle zu machen und diese Situation in Kauf zu nehmen, wenn es dann eben, wenn die letzte Position eben die Unterseite unter Druck gerät, und den Verlust dann mitzunehmen. Dann im Weizen war dann noch Folgendes zu sehen. Jetzt habe ich den Vola-Chart leider schon zugemacht. Ich bringe ihn nochmal rein. So was sollte man natürlich am Radar haben, wenn man sich die Kurse ansieht. Zuerst mal, bevor ich den Preis zeige, die Vola, dass es hier einen Vola-Spike gestern gab. Und in diesem Spike, hier wurde ich ja auch aktiv, wie einige sicher wissen, die meine Videos schauen. Und jetzt war das nicht der einzige Grund, hier reinzugehen in Weizen. Bring mal den Tageschart rein. Der sah hier so aus, vielleicht mit BBDM.
so, also klar, hier nach oben, hier hoch überboten. Und normal warte ich auf Rücksetzer. Allerdings, wenn wir uns jetzt die Wochenkerzen ansehen, dann fiel mir auf, hier ist die Wochenkerze gerade nicht drüber auf Barchart. Je nachdem, gibt es immer Abweichungen, haben wir jetzt ein Kaufsignal. Und die Saisonalität, die will ich auch nicht vorenthalten, hat mich dann zur Überzeugung gebracht, hier aktiv zu werden. Und zwar, ich bringe das schnell mal rein, den September. Da haben wir hier ein saisonales Tief hier am 16., also gestern. Das spricht auch für den Trade. Aber ich bin hier, will mir nicht in Getreiden zu viele Positionen reinknallen. Deswegen bin ich hier nur mit einer Position rein. Die hat dann etwas über 100 Dollar gebracht. 130 Dollar, denn was weiß man schon, ja. Und also ich bin hier mit einem Strangle drin. Weizen, ein Put, hier der Put, und die Getreide, die korrelieren ja manchmal. Im Soja ist es momentan nicht der Fall, aber ich bin hier vorsichtig. Ja, es kann dann, es ist gut, wenn man diversifiziert ist mit kleinen Positionen. Man muss immer rechnen, dass hier auch die gesamten Getreidemärkte mal stärkere Bewegungen an einem Tag in die gleiche Richtung machen. Und ja, der Trade, der ist eben jetzt hier frisch. Den Strike habe ich noch vorenthalten. War der 225er, da sehen wir uns noch ganz kurz an, wo das ist. Kann nicht stimmen, 2 Strike 225, da habe ich mich geirrt anscheinend in meinem Trading Journal. Ein 425er natürlich muss es heißen. Ja, und ja, hier habe ich den eingezeichnet, also in meinem Wochenchart. Sich das einzeichnet, sieht das so aus und sieht ja nicht so schlecht aus. Ob dieses Hoch jetzt getestet wird oder gebrochen und der Trend nach oben geht, wir wissen es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls auf meiner Seite, denn das Tether arbeitet für mich. Die Option läuft noch 70 Tage nicht ganz und hat hier ein 10er Delta gehabt. Prozentual sind das doch über 10%, fast 12%, die wir hier entfernt sind. Aber natürlich, wenn es hier sich wieder umdreht, dann muss man eingreifen. Nächster Trade noch, dann, ja, das war jetzt eigentlich der, bin mir jetzt nicht sicher, hatte ich ihn schon vorgestellt. Ganz am Anfang habe ich dann noch, ja, ich habe sie gesagt, ich will im Crude Oil aktiv bleiben und das ist eben dieser 56er. Put stimmt natürlich nicht, dieser 56er Call in die fallende Vola. Den habe ich am Anfang ja hergezeigt, der jetzt noch über 120 Tage läuft, auch sehr weit weg ist und da kann man auch nicht viel sagen. Ja, ich habe mich diesmal beeilt und es ging auch ein bisschen flotter als sonst. Wie gesagt, ein hauchdünnes Minus wird wahrscheinlich die Woche dann letztendlich bringen, wenn die Kontoverwaltung aktualisiert ist. Und hier habe ich auch einen kleinen Schreibfehler. Man sehe es mir nach. Aber es, ja, es sieht nicht so schlecht aus. Einige Positionen liegen ja ganz gut. Entscheidend sind, wie immer im Optionshandel auch, wie gelingt es jetzt zum Beispiel diesen Sojabohnen-Trade zu managen, ob da jetzt ein großer Verlust rauskommt, ob sich hier diese adjustierten Puts durchsetzen oder ob der Verlust sich noch sogar erhöht und wie sich auch die Butterflies entwickeln. Also ich habe momentan so eine Mischung aus Puts in Futures und Nicht-Futures-Optionen, Butterflies als marktneutrale Strategien drinnen, was meine Chance erhöht, dass einfach die Equity-Kurve, die Schwankungen im Portfolio nicht zu groß ausfallen. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell und chaotisch oder verwirrend. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es ruhig oder gib mir einen Daumen hoch oder schreib einfach was in die Kommentare, wenn dir was auffällt.
Ich wünsche dir noch ein schönes, erholsames Wochenende, gute Trades und hoffentlich bis zum nächsten Mal.